Und herzlich willkommen zurück. Okay, jetzt gehen wir mal auf den. Ui. Das ist der zweite Teil der Insel. Interessant. Hier sind überall Kerzen. Da ist eine Hütte. Betrachten wir mal die Hütte. Eine Hütte, wer da wohl wohnt? Ja, bestimmt hier der Mandschurei. Geh rein. Hallo? Ah, komm rein. Komm rein. Mr. Mandschurei, der Schildkrötenpriester. Oder? Das ist, sieht so aus. Für das Bett eines Eremiten sieht es ganz schön bequem aus. Der schläft vor allem da oben, das ist voll cool. Bist du müde, kleiner Mann? Nicht wirklich. Ich leide unter massiven Schlafstörungen. Warum machst du dich dann an meinem Bett zu schaffen? Schon gut, dann halt nicht. Was hat denn hier alles? Gläser? Wie aus dem Baupa. Molachai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. Töpfe? Molachai scheint in seiner... Ja, okay. Kerze, hier ist der jetzt mit Kerzen, oder? Das ist eine von Molachais Kerzen. Sie ist noch unbenutzt. Immer mit dem reden, mit dem Molachai. Und können wir den betrachten. Er ist in sein Spiel vertieft. Er spielt ja Schach, oder was? Ich bin auch ins Spiel vertieft. Ich will ihn nicht stören. Er will allein sein. Das kann ich nur allzu gut verstehen. Nicht cool. Nett, dass du... Nett hast du's ja, hier. Danke. Ich lebe gerne allein. Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung. Aber du wiederholst dich irgendwie. Ich will mit dir über Kalida reden. Genau. Was willst du wissen? Wie ich sie wecken kann. Ich habe vor, Kalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt. Keine, die dir gefällt? Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Wie meintest du das vorhin? Ich habe Kalida gefunden? Ich bin jetzt ein Teil von ihr? Ich meinte es, wie ich es gesagt habe. Also arrogant und unpräzise. Wenn das dein Eindruck war... Wo finde ich Kalida denn jetzt? Kalida ist immer unter uns. Wirklich? Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. So, ja, wir stehen drauf. Ist es wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal eine klare Auskunft zu bekommen? Vielleicht fragst du nur nicht die Das wusste ich übrigens schon, Fragen. Eigentlich. Wie wäre mich es dazugeben. Mit, wann hörst du endlich auf, ich habe den heißen Brei herumzureden? Da vom Kapitel 2, glaube ich, endet. Bis dahin habe ich es damals gesehen als Let's Play. Genug von Bei Kalida. Gregor. Onk. Einmal krank. Was hältst du denn von Ruben? Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich. Und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Mhm. Ach, nichts. Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald die 5 im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es. Ja. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Das ist unsere Quest. Das Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Kalida aufwecken? Kurz gesagt, ja. Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Nein. Nein? Ach komm schon, es ist wichtig. Wir könnten alle sterben. Nur Stillstand ist der Tod. Merkt ihr das? Es gibt keine Balance ohne Bewegung. Ach, das ist doch alles nur Gewäsch. Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung. Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz. Keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Was spielst du da? Das ist ein Rätsel.
Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Okay. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Ach du Scheiße, was muss man jetzt machen? Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung, so etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Was? Das ist ein Traum. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Wir müssen also die Figuren so platzieren, also die Damen in dem Fall. Dass sie sich nicht gegenseitig bedrohen. Was eigentlich relativ behindert ist. Was ein Shit, ey. Come on, ey, das kann nicht sein. Jetzt haben wir da unten mit der ein Problem.
Wieso sind das? So Magic. Gerade markiert gewesen. Ich könnte ja meine Freunde da oben anklicken, die würden mir dann wieder erzählen, wie cool das Spiel ist wahrscheinlich. That's boring. Keep it up. Moment, das geht hier wieder nicht auf. Was man ein hartes Standbild hier habt. Krass. Ich bin ganz kurz erschrocken. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Was macht der denn für eine Scheiße? Boah. Oh, das nervt mich, ne? Wenn ich das nicht hinkriege. Muss ich das überhaupt machen oder warum mache ich das? Wahrscheinlich, weil ich ihn davon überzeugen würde, die scheiß Kerzen nicht anzuzünden. Das ist ja questentscheidend. Nehme ich an. Das ist doch dumm. Was? Achso, willst du das Minispiel mal springen? Nee. Können wir nicht das jetzt erstmal. Okay. Ich möchte das jetzt nämlich nicht machen. Das nervt nämlich. Ich habe keinen Bock für jetzt. Ich möchte zu der Lichtung erstmal gucken. Geh mal schneller, Junge. Meine drei Stück. Achso, weil das Ding aufgemacht haben. Guck mal da hinten, das ist das ja im Wald. Weil wie groß ist. Ganz schön dunkel dort, mal abgesehen von den leuchtenden Augen gefräßiger Raubtiere. Was? Niedlich, oder? Mulachai sagte etwas von 5 Yakis. Wo sind nur die anderen beiden? Der eine ist unter Bett, 100%. Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, können sie mir nicht mehr dabei helfen, Kalida zu wecken. Ich müsste sie irgendwie dazu bringen, mir auf den vorderen Teil der Insel zu folgen. Aber wie? Pff, ich will sie nicht, wenn sie sich nicht. Aber ja, hier, wer? Können sie mich. Sie hier zum Singen zu bringen, dann hat sie ja irgend. Aber wie? Achso, ja. Wir müssen erstmal die anderen noch finden. Vielleicht können wir sie ja heranlocken. Die wollen ja nicht.
Und wir pusten hier mal alle aus, dann kommen die vielleicht mit. Also einen weiß ich noch, wo der ist. Wo ist denn der fünfte? Ach, guck mal, er hier. Lieber nicht. Oh, ist weg. Hey, kleiner Mann. Hä? Wir müssen das Fass. Ah, der wechselt. Warte mal. Hier. Ach ne. Probier mal. Ne, der dicke Spot, der hilft. Komm hier, Spot. Geh mal in das Fass rein und mach das mal dicht. Dann muss der dahinter laufen. Ha. So, jetzt, Jackie. Jetzt hast du keine Chance mehr. Was? Wegweiser. Wir haben die Ochsen. Komm, können wir das weghauen? Was? Das geht tatsächlich. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt läuft er. Ja! Okay. Können wir jetzt den Spot wieder haben? Holen. Okay, wir gehen jetzt erstmal hierher zurück. Und jetzt hier durch dieses Fenster wieder. Wir müssen den Jacki da oben irgendwie. Wie kriegen wir den jetzt da raus? Warte mal, vielleicht können wir. Der hatte doch eine. Die Kerze, die war unbenutzt, hat er gesagt. Können wir die nicht irgendwie vielleicht mitnehmen? Das habe ich jetzt gar nicht probiert, ob wir die mitnehmen können. Ich wechsle mal den Schnellwechsel. Können wir die mitnehmen? Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel.